Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Wir tanken gerade mal den Drescher ab. Der ist nämlich voll. Dann werden wir gleich mit der Ernte weitergehen. Nebenbei wird noch gedüngt und die Aussaat auf Feld 38, also weiter 38, fortgesetzt. Wir werden starten, bevor er Dummheiten macht. Und Chicken allein vorfahren. Das Anhänger ist voll. Eigentlich aktuell Wegpunkt. Muss man einstellen. Nichts passen. Wegpunkt. So. Müsste jetzt eigentlich, was macht er jetzt? Hat er nur einen Kurs. Hier ist wieder auch noch anders, von der Steuerung her. So. Abfahre einsteigen. Wenn ich jetzt so weiterfahren würde, wäre es ganz gut. Da muss ich aber ein bisschen überwachen noch im nächsten Augenblick. Dafür kann ich halt nicht anders hinbei. Gut, Risiko. Aber noch eingehen, sonst bin ich fertig heute. So, Dünger ist jetzt zur Hälfte. Das heißt, er ist schon teilweise auf dem Bereich, wo noch nicht gewachsen ist. Aber da wurde er kalt, ne? Das ist jetzt die zweite Bahn. Wenn wir kurz schauen, wie es aussieht. Von der Grafik her, dunkelblau. Machen wir Unkraut weg. Dunkelblau. Oh, jetzt beißen sie gleich. Also als beißen sie, die fahren auf Kollision. Und da kennen die nichts. Die kennen sich keine Freunde da hierbei. Ja. Wieso macht er jetzt gerade alles weg? Das würde ich jetzt wissen. Ach so, sollen wir mal gucken hier. Gleich kontrollieren. Was er jetzt macht. Ich muss eigentlich jetzt ohne Arbeit nach Zoll fahren. Die Uhr wieder starten, ne? Ich habe mir 3 Minuten gequasselt, ohne dass ich Zeit zu ziehen. Egal, ist ja nichts Neues. Wenn jetzt kein Kursplay wäre, wäre das schon alles Katastrophe. Heißt, wir werden in Zukunft auf Anfang in der Mitte und die in den Rahmen zum Schluss machen. Aber wie gesagt, wir müssen mit 2 Fahrzeugen arbeiten. Sonst wird es ganz eng. Frage des Saatausgangs und der Beginn. Schwierigkeiten, und zwar bei 2 Wachstumsstufen, da kann man noch verkraften, das geht noch. Wenn du 3 drin hast, sind wir äußerst blöd. Das ist hier der Fall. Das heißt, wenn jetzt die 4. kommt, dann ist es dort. Das ist dann kein hoher Verlust bei der großen Fläche. Und das macht es ja auch so schwierig beim Düngen. Weil Düngen
Da muss man erst gewachsen sein. Ja, wird besser. Für alle. So, ich hoffe, der Ton passt, dass ich nicht so laut bin, dass ich nicht so leise bin und auch Maschinen nicht so laut sind. Ansonsten gerne kommentieren, Hinweise geben, Nachrichten, Wünsche. Produktion will ich auch machen, aber dann muss man halt mal sehen, das kostet ja alles immer Geld. Und Zahnbacken. Also Düngeproduktion brauchen wir viele Tiere, wegen Mist und Gülle. Rapsfahrer ist fast voll. Dann werden wir das mal gleich gucken, was unser Düngerfahrer macht. Der Düngerfahrer ist hier aktiv. Gleich mal einsteigen. Aber die kommen sich wieder gefährlich nahe. Sehr gefährlich nahe. Weil er braucht eine Weile, um zu wenden. Mit seinem Geschoss. Dann wird er später mal die Bahn nochmal machen müssen. Weil er hier mit der nicht gewachsen ist. Na gut. Wir werden nicht alles optimal hinbekommen, denke ich mal. Aber naja, schauen wir. Vielleicht klappt es doch noch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Bevor ich das vergesse, nee. Ist immer nicht so einfach reinzubekommen, welche Folge ist aktuell und welche Folge ist an welchem Tag. Aber ich denke mal, das ist die erste Folge am Sonntag. Lass mal stehen. Gut. Vorbeifahren ganz schnell. Der fährt jetzt zurück. Mal schauen, wo er sich befindet. Kann die Karte machen. Fast an dem Punkt. Wo ich ihn praktisch stoppen müsste. Und ich müsste die andere Seemaschine besorgen. Aber damit fahren wir uns doch ein dämlich. Zu wenig. 4000, fast eine Runde gefahren, prinzipiell zwei Runden gefahren und fast leer, also bis ungefähr da, wo der gelbe Punkt ist, da müssen wir hin. Der liegt auf der Höhe ungefähr, wo der arme Traktor steht mit dem Ersatzflug. Ich hoffe, nicht so oft flügen müssen. Wenn wir jetzt nur Getreide aufbringen und Raps, also kein Mais, keine Sonnenblumen, dann brauchen wir nicht mehr flügen, dann geht es. Körnermais fürs Tiramisu bei der Menge. Aber damit auch gehen, ne? Wenn wir es mal haben wollen. Ne? So. Entlassen. Obwohl, wir können ja eigentlich fahren lassen. Weil jetzt fährt er ja hoch und runter. Und garantiert wechselst du ja nochmal. Also bin ich schon mal gedüngt. So, jetzt da können wir jetzt Folgendes tun. Das fährt er wieder von vorne an. Wir können einen Kurs anhängen. Das heißt, Überführung. Das heißt aber auch gut Deutsch, dass wir gleich anhalten müssen. Dann machen wir Überführung an und dann holt er sich den Dünger alleine. Wir müssen aber nur Dünger in unser Silo fahren, das ist entscheidend. Und dann da haben wir nichts drin. Da ist ganz kurz entlassen, bremsen.
Überführung für 38 hoch neu. Anhängen. Einschalten. Er hat jetzt 1100 drin. Braucht noch eine Weile. Und die nutzen wir und holen uns Dünger. Aber Dünger auch klappt, dass man wieder satt über das Kalk kommt. Ja, da kommen wir nicht durch. Aber ich kann auch links rumfahren. Ausnahmsweise, weil im Gegensatz fahren ist nicht klug. Beim Gegenverkehr, ne? Wenn das Überführer, ja, das ist natürlich. Wir machen den gleich leer. Wir haben ja eh gerade einen LKW in der Hand. Hier steht Raps. Da auf. Ah, gibt's doch gar nicht. Dann müssen wir das kurz stoppen hier. Das ist, Schieb, Anführungszeichen. Entlassen. Das wollen wir nicht mehr drum kümmern. Machen wir mal einen Dünger rein. Dafür, dass das Feld mir nicht halb. Ich vermute mal ganz stark, dass da mit dem zweiten Drescher eingestellt ist. Irgendwie. So, der Dünger war hey, der mittlere. So kommen wir ganz gut ran. Ohne dass wir was anderes nehmen. Ja, sagt gut. Wirken sagt gut. Der Dünger ist teuer, sag ich, glaube ich, ne? Oder muss der Dünger auch drin sein, Mann? Man wird doch der Dünger eingefüllt. Da ist Dünger drin. Über alle Wagen war ja was drin gewesen. Ja, Dünger ist drin. Kann zwar nicht sehen. Na, den muss man wegfahren. Dünger, den kann man deswegen nicht sehen, weil es gibt hier keinen Verkaufspunkt für Dünger. Und deswegen kann man den in der Liste für Früchte nicht erkennen. Deswegen das Lager kauft den Dünger auf. So. Traktor 30%, das ist ein Hinweis, 30% könnte man hier reparieren. Reicht doch. Raps. Den fahren wir ins Lager und dann geht es gleich los. Oh, die Zeit rast ja auch wieder. Wir sind aktuell bei 17 Uhr. Wir machen aktuell Folge Nummer 3 für heute. Es war Sonntag, die erste Folge. Geht jetzt auch mal kaputt. Aber gut, wir sind dran. Sobald die Aussaat erledigt ist und die Ernte auch erledigt ist, aber die Ernte wäre nicht ganz dramatisch, das ist das Stufe 1. Aber die Aussaat ist, ja, dünn ist auch wichtig. Kohlerand ist schon fertig. Wenn jetzt rein theoretisch, theoretisch, praktisch, auch. Welchen fahren wir noch? Na jedenfalls, wenn der Dünger jetzt bei ist und der Aussaat fertig ist, dann hat der auch mit dem Dünger auch den anderen Platz eingeholt. Weil da fährt er nun mal schneller.
Der fährt ja mit 20 km/h. Und der andere nur mit 12 oder mit 18. 18 sollte er normalerweise fahren. Ja, wenn gleich einen zweiten nehmen, dann den zweiten hinterher. Ne? Also das so. Ich nochmal auf Anhänger gehen. Dann würde ich mir auch neue kaufen. Ein bisschen mehr Leistung. Wie man sieht, dann müssen wir erstmal kaufen, wo wir eigentlich ganz gut jetzt unser Lager voll kriegen. Und wir müssen noch einen zweiten Abfahrer haben, so oder so, weil ein Soja, ein LKW auf dem Acker, das ist ungünstig. Auch vom Kursblech her ist der Markt irgendwie nicht. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt den Drescher leer bekomme. Heißt, wir laufen jetzt mal so rüber. Ganz schnell. Ja, normalerweise war da eigentlich Verkehr aus dem Kurs, aber gut, okay. Mal zurück. Hätten kein Licht. Das ist auch unschlecht. Da ist er. Ich will ja auch nicht durchs Grabs fahren, ne? Aber im Mittel müssen wir okay, anders. Na, schau mal. So, Dünger etwa 13%. Da müssen wir ein bisschen überwachen, wenn ich sehe, geht ein Ende entgegen. Zumindest schauen, ob das richtig macht, damit das wieder verkehrt ist. Das wäre noch nicht so schön, wenn das verkehrt ist. Wenn man irgendwo durch die Gegend fährt und sinnlos. Vor allen Dingen, weil er dann nicht arbeitet, das ist ein Problem. Also, so wird ein Problem, aber die Arbeit ist schlecht. Wenn wir den ersten Kurs nehmen hier. Ich weiß gar nicht, wieso er jetzt wieder auflässt. Woher? Ja, normal nicht. Also, gut, dass wir keinen Stroh brauchen. Wenn wir Stroh brauchen würden, wäre das alles schon günstig. So. Jetzt wird er wieder auf dem zweiten Kurs, ich zieh durch. Wende auf Feld, Bahnversatz ist nicht drin. Aktiviert. Kurs. Deaktiviert, eigentlich ist das ganz gut. Wendekreis. Normalerweise ist einfach. Irgendwas ist verkehrt. Dann soll er hier ja fahren, ne? Und nicht irgendwo anders. Nicht passen und nicht tun, mal die Kunde. So, jetzt klappt es. Dünger 7%, 6%. Lassen. Da sind wir fertig. Vorgewende. Das heißt, wieder hier vorne anfangen.
Da machen wir die Ecke mit. So, dann noch 4%, die wir überwachen können. Dann sehen wir, was da unser Angestellten machen, Anführungszeichen. Dann die werden ja so bezahlt. Die Angestellte. Kostet ja Geld. Das war richtig so. Gut, haben wir das auch erledigt. Wie gesagt, dunkel ist das nicht so richtig. Das ist ein bisschen zurück, dann gehen wir mit. Dann gehen wir hier genau auf den Kurs, den er vorhin haben wollte. So. Hoffen wir mal das Beste. Jetzt klappt's. So, Dünger. 2%. Noch ein bisschen Zeit. Okay. Jetzt wo ich läuft das, ne? Der Düngerfahrer ist ja weit weg, da müssen wir ja rüber hüpfen. Ich glaube, da war gerade fertig gewesen. So, Dünger. Alle. Das ist genau auf der Höhe von dem gelben Punkt, mehr oder weniger. Etwas mehr östlich. So, was haben wir richtig gemacht? Und der hat ja Pflegebreitung, von daher kann der im Grunde keinen Schaden verursachen. Egal was er macht. Der macht das schon mal richtig, muss nur am Lagerdünger drin sein. Haben wir Glück. Wenn nicht, haben wir, naja, dann müssen wir halt eingreifen und dann manuell voll machen. Aber wie man sieht, hat er schon 4000, ja, knapp die Hälfte. Aber wir haben ja jetzt einen anderen, wir können den anderen ja dazu nehmen. Einen kleinen Kalksteuer theoretisch könnte man dafür nehmen. Müssen nur umrüsten auf Pflegebereifung. Denn Düngen muss immer Pflegebereifung haben. Hoffen wir mal, dass im Lager was drin ist. Ich glaube schon. Wieso ist so? Das wäre ja kurz am Ding, stehen wir schwarz. So. Dann schauen wir noch kurz an. Und dann werden wir gleich mal hoffen, dass es klappt. Und gleich wieder voll. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Mit kleiner Erfolg, hat aufgefüllt. Dünger. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch ganz gerne über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns morgen wiedersehen. Ne? Dann haben wir noch Füße um den Winkel. Ciao, ciao, bis dann. Ciao, ciao.